Falls gerade einer da ist, der Ahnung hat, habe ich recht, dass man aus dem verlassenen Tempel in den Ostwald kommt? Das ist hier auch ein Dingsrätsel. Da bin ich anders. Hier. Zauberstab plus bla plus. Hallihallöchen, Codebreaker, wie geht es dir? Wie steht's bei dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Blümchen nach oben. Ja, hoch, rechts, runter, links, runter, links. Das muss ich mir ja nochmal aufschreiben. Mir geht es auch super, ich bin bloß ein bisschen verwirrt. Also. Hoch, rechts, runter, rechts, nee, hoch, rechts, runter, links, hoch, rechts, runter, links, links, runter, links, runter, links, hoch. Welches System spielst du in Pen Paper? Ich spiele viele Pen Papers. Also derzeitig habe ich zwei am Laufen. Eins ruht derzeitig. Ich spiele unter anderem DSA, Dungeons and Dragons nicht, ein Homebrew gemachtes von My Hero Academia und was gerade ruht ist Shadowrun. Hoch, rechts, runter, links, runter, links, runter, links, runter, links, hoch. Oder hier nochmal. Hoch, rechts, runter, links, hoch, links, runter, links, hoch. Ja, hoch. Hoch, links. Nee, das kann nicht hier sein. Hier kommen wir leider nicht durch. Da ging es zum Ostwald. Ja, wir spielen jetzt noch DSA, weil DSA ist einfach bloß das Rollenspiel bei uns. Ich bin gerade dabei, eine DSK-Runde hinzubasteln, wegen ich bin immer noch verwirrt. Wo ist der östliche Turm? Wie kam er nochmal zu ihm? Cool. Ich bin, ja, man kann es wirklich so sagen, ich bin kein großer Fan von D&D, weil die Charaktere irgendwann, weil die Charaktere zu schnell für mich zu OP werden. Da geht's zum Berg. Ich stehe komplett auf dem Schlauch.
Man ist zu eingeschränkt in dem, was man macht. Ja, man kann multiklassen, aber es ist nicht die Freiheit, die man bei DSA hat. Ich könnte wetten, hier Dungeons & Dragons macht auch megamäßig Spaß. Es ist halt leider bloß nicht meins. Hier ist auch nichts. Da waren wir schon oft genug drin, obwohl du süß und niedlich und knuffig bist. Da kriegen wir Damage, egal was wir machen. Aber egal, was du machst, irgendwann hast du einen Magier, der in der ersten Runde 5 Feuerbälle castet und dieses stereotypische ich bombe alles weg Zauber raushaut. Oder ein Rogue, der in der ersten Runde 15 Leute mit der Sneak Attack platt macht. Da habe ich, das sind halt meine, nennen wir es Probleme. Sind nicht große, sind keine tollen Probleme, aber es sind halt die Probleme, die ich bei dem Spiel sehe. Für mich. Und ich bin wirklich eher so auf Rollenspiel, langsame Entwicklung. Ich will über, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich meinen Zwerg habe. Sind es mittlerweile 5, 6, 7 Jahre? Vielleicht sogar schon länger? Und wir sind immer noch relativ gesehen am Anfang. Ich krieg's gerade nicht hin. Oh, ich werde mein Onkel. Oh nein, ich werde Onkel. Herzlichen Glückwunsch und Beileid. Adventure Finn, du kennst dich in dem Spiel aus. Gib mir einen Tipp, der hilft, wo ich aber trotzdem meinen Schädel anstrengen muss. Wie komme ich an Attacke? Ja, für Attacke bitte. Nicht sagen, geh dahin, sondern guck mal an Punkt XY. Wenn wir jetzt hier die Karte haben, zeig mit dem Finger drauf und sag da lang. Ist schwer, da ein paar Tipps zu haben. Teleporter-Map. Teleporter Map. Da. Steinbruch ist weg und das zerstörte Atoll ist weg. Oder meinst du, ich soll selbst auf die Teleporter Map gehen? Kannst du mal ausprobieren. So, hier rüber. So. Lange haben wir nämlich nicht mehr. Wir haben noch 15 Minuten. Dann ist für heute wieder Schluss. Also hier unten hinten komme ich nicht hin.
in den Versteckten. Ostgewölbe waren wir schon. Stadtruinen kommen wir gerade. Das hier ist... Moment. Was denn? Ich hab dafür... Danke. An den hatte ich ja gar nicht mehr gedacht. Das war der Tipp schlechthin. Ja, weil er nicht eingezeichnet ist. Es gibt zwei Teleporter, die nicht eingezeichnet sind. Das ist der eine unter der Treppe. Hallöchen, Akon. Willkommen zurück. Das ist einmal der unter der Treppe und der hierhin. Die sind alle... Alle anderen sind eingetragen. Nur die beiden nicht. Oh. Das ist ein Rundweg. Hui. Das war der 10 von 10. Ist ein... War kein direkter Tipp, sondern einfach bloß, guck mal da. Der Glockenturm. Ja. So. Jetzt Ostwald. Wir gucken mal, wie weit wir noch kommen. Und was wir uns hier entgegensetzen. Der ist aktiviert, der Schrein. Ich hab 10 von 10 vergessen. Der Pfad zum Heldengrab. Ab Arsch, du blödes Arschloch. Geh mir von... Zaut der Sack ab? Gut, Fernkampf willst du? Kannst du kriegen. Stirb. Ein grausamer Tod. Das hat er uns da oben noch schon gesehen. Triffst du uns doch eh nicht. Bye. Daneben. Au. Schluck. Du Luder. Bis jetzt haben wir eigentlich alle Stats auf Gold. Falls das wirklich die Stats sind, die auf Gold sind. Komm her. Ja, ich will versuchen, dieses Spiel möglichst komplett durchzuspielen. Aber ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Ja, komm hier, komm hier, komm hier, komm hier. Oh. Hallo, mein süßer Damage. Das Einzige, was... Ich habe einmal gegen Mama Fuchs gekämpft und bin danach blau geworden. Das war das Ende... Nee, das war nicht das Ende. Das war das Ende des vorletzten Streams. Nee, das war die Mitte vom letzten Stream und den Rest des Streams haben wir damit verballert in der Kathedrale. Falsche Richtung. In der Kathedrale da unten gegen die Bosse.
also gegen diese Waves anzukämpfen. Die Waves haben wir dann heute früh, also heute am Anfang des Streams, fertig gemacht. Ja. Letztes Mal hatte ich Probleme ohne Ende. Und heute eigentlich quasi flawless. So, Prost erstmal. Eigentlich ist das jetzt sogar ein super Punkt, um aufzuhören. So, ist rüber die falsche Karte. Nur storytechnisch ein Tipp. Vor. Man kann, also auf gut Deutsch, es ist egal, ob ich Mama Fuchs schon platt gemacht habe, danach kann ich immer noch das Good Ending kriegen. Das klingt nice. Aber ich glaube nicht, dass ich. Es ist sogar besser. Yay. So, jetzt erstmal bei euch auf YouTube. Halli, Hallöchen und Tschöchen. Ich gehe nach Hause. Ich habe keine Lust mehr. Nein, ich muss heute noch ein bisschen was machen. Bis demnächst. Tschüss.